Notstände und Krisen sind für Regierungen, Politiker und Bürokraten ein Mittel par excellence, um ihre Macht über ihre Mitmenschen auszuweiten. Eindrücklich und unmissverständlich hat das jüngst die Coronavirus-Krise gezeigt, beziehungsweise das, was Regierungen, Politiker und Bürokraten daraus gemacht haben. Der ultimative Notstand ist jedoch der Krieg. Er erlaubt es dem Staat, Dinge zu tun, die er in Friedenszeiten in der Regel so nicht zu tun vermag. Der Krieg ist nicht nur zerstörerisch mit Blick auf Menschenleben und Material, sondern auch für die Freiheiten des Individuums, für die freie Wirtschaft und freie Gesellschaft. Allein schon das staatliche Drängen, die Wirtschaft in Richtung einer sogenannten Kriegswirtschaft zu lenken, hat überaus tiefgreifende Folgen. Mitunter selbstverstärkende Effekte, die das, was von der freien Wirtschaft und freien Gesellschaft noch übrig ist, auch noch unterpflügen. In diesem Zusammenhang sind vor allem zwei Aspekte von ganz besonderer Bedeutung. Erstens, die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. Besser spricht man von Wehrzwang oder noch treffender von Militärzwang. Und zweitens, die Art und Weise, wie die Kriegswirtschaft finanziert wird. Zum ersten Punkt. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Heereskrieg die vorherrschende Kriegsform. Das bedeutete, dass die Kriegshandlungen im Grunde auf die Söldnerheere beschränkt waren. Die Zivilbevölkerung nahm nicht aktiv am Kriegsgeschehen teil. Man unterschied vielmehr zwischen kämpfenden Soldaten, den Kombattanten, und nicht kämpfenden Bürgern, den Nichtkombattanten. Zwar wurde bei Heereskriegen die Zivilbevölkerung leider nicht selten in Mitleidenschaft gezogen, indem sie besteuert wurde, ihr Hab und Gut geschädigt, sie nicht selten auch Opfer von Gewaltausbrüchen wurde. Aber es gab dennoch die allseits anerkannte Trennung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Das änderte sich mit der Idee, der Krieg solle nicht mehr nur Angelegenheit zwischen den kriegsführenden Soldatenheeren sein, sondern er solle alle Personen angehen, die nur irgendwie als für den Krieg tauglich befunden werden. Die alles verändernde Idee war die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Im Folgenden sprechen wir treffend davon Militärzwang. Das bedeutet, dass der Staat zunächst nur einen Teil der wehr- und kriegsfähigen Personen einzieht und für die Kriegsführung schult. Doch dabei bleibt es nicht im Ernstfall. Man denke hier beispielsweise an die Geschehnisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Immer mehr kriegstaugliche Männer wurden eingezogen. Dadurch wurden die Arbeitskräfte im Hinterland, die zur Versorgung von Armee und Zivilbevölkerung erforderlich waren, zusehends knapp. Daraufhin begann der Staat bzw. die Militärführung nicht nur zwischen kriegstauglichen und nicht kriegstauglichen zu unterscheiden, sondern auch zwischen abkömmlichen und unabkömmlichen Bürgern. Die für die Versorgung der Armee unabkömmlichen Männer wurden nicht in die Kampftruppen eingereiht, sondern sie blieben zu Haus und die als abkömmlich eingestuften Männer zogen in den Krieg. Die Militärführung verfügte damit unmittelbar über die Verwendung und auch Einteilung der Arbeitskräfte. Also nicht mehr das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage im freien Arbeitsmarkt sorgte für die Ausrichtung der Arbeit, sondern diese Aufgabe übernahm zusehends der Staat. Doch damit nicht genug. Denn ein allgemeiner Militärzwang will jeden, der zum Krieg als tauglich angesehen wird, zum Krieger machen. Daher wird die Militärführung bald befehligen, dass einige der Arbeiten im Hinterland, die bislang von unabkömmlichen kriegstauglichen Männern wahrgenommen wurden, auch von den bislang als nicht kriegstauglich angesehenen Personen, wie Frauen, Alten, Kranken, Schwachen, Kindern übernommen werden. Der Anteil der für die Kriegshandlungen Abkömmlichen an der Gesamtbevölkerung steigt und entsprechend
nimmt der Anteil der für die Kriegshandlungen Unabkömmlichen ab. Und weil dadurch auch die eigentlich Kriegsuntauglichen zusehends einem Dienstzwang zur Erledigung der Arbeiten, die von der Militärführung für die Kriegshandlungen als unverzichtbar angesehen werden, unterworfen werden, untersteht der Militärführung dann früher oder später die ganze Bevölkerung. Unter dieser Bedingung kann die Mobilmachung allumfassend werden. Potenziell die gesamte Bevölkerung kann schließlich einbezogen werden in die Kriegsführung bzw. in die Erzeugung der Güter, die zur militärischen Kampfführung erforderlich sind. So gesehen kann der allgemeine Militärzwang, wenn sich seine Logik im Ernstfall schrankenlos entfaltet, eine womöglich für viele Menschen ungewollte Folge haben. Denn jede der Kriegsparteien wird dann nicht nur die Soldaten des gegnerischen Landes als Kombattanten ansehen, sondern auch dessen Zivilbevölkerung. Also Soldaten und Zivilbevölkerung werden zum Ziel der Kriegshandlungen. Die Kriegszerstörung wird gewissermaßen total. Der herausragende Ökonom und Sozialphilosoph Ludwig von Mises schrieb 1940: Der erste Schritt, der von einem Krieg zwischen Soldaten zurück zu einem totalen Krieg führte, war die Einführung des Militärzwanges. Dies beseitigte Schritt für Schritt den Unterschied zwischen Soldaten und Zivilisten. Der Krieg war nicht länger eine Angelegenheit der Söldner. Nun war jeder involviert, der die nötige physische Konstitution hierzu hatte. Und weiter. Die Mobilisierung wurde total. Die Nation und der Staat wurden in eine Armee transformiert. Kriegssozialismus trat an die Stelle von Marktwirtschaft. Kommen wir zu Punkt 2. Der Staat kann seine Kriegsausgaben finanzieren, indem er Steuern eintreibt. Man denke nur einmal an die Sektsteuer, die vom Deutschen Reichstag 1902 beschlossen und zum Bau der kaiserlichen Kriegsflotte verwendet werden sollte. Und obwohl die kaiserliche Flotte längst versunken ist, gibt es die Sektsteuer noch heute. Ein Beispiel, das zeigt, Steuern, werden sie erst einmal erhoben, lassen sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr aus der Welt schaffen. Steuererhöhungen zur Finanzierung von Krieg sind in der Regel besonders unbeliebt. Und wenn Staaten die Nettosteuerzahler bereits hoch besteuern, sind die verbliebenen Spielräume, die Steuern in Kriegszeiten weiter zu erhöhen, relativ rasch ausgeschöpft. Der Staat wird dann auf die Verschuldung ausweichen, um die Kriegsausgaben zu finanzieren. Wenn die Menschen Vertrauen haben in die Bereitschaft und auch Fähigkeit des Staates, seinen Zins- und Tilgungspflichten nachzukommen, dann werden sie bereit sein, ihm ihr Geld gegen einen Zins zu leihen. Für beide Seiten scheint das ein vorteilhaftes Geschäft zu sein. Private Sparer verleihen ihr Geld freiwillig an den Staat und der Staat bekommt Geld, ohne dafür unmittelbaren Zwang ausüben zu müssen. Wenn allerdings die Verschuldung des Staates bereits sehr hoch ist, wenn sich auf den Kapitalmärkten Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit zeigen, dann schwindet die Möglichkeit für den Staat, sich auf den Kreditmärkten zu bezahlbaren Zinsen neues Geld beschaffen zu können. Der Staat wird sich dann an seine Zentralbank wenden. Sie erhält den Auftrag, neu ausgegebene Staatsanleihen zu kaufen und sie mit neu geschaffenem Geld zu bezahlen. Es handelt sich dabei de facto um nichts anderes als Geldschaffen aus dem Nichts. Die Vermehrung der Geldmenge treibt die Güterpreise früher oder später in die Höhe, in Kriegszeiten umso mehr, weil das Angebot von Konsum- und Produktionsgütern sich über die Zeit hinweg gesehen zusehends verknappt. Die Folge: Güterpreisinflation. Die Geldmengenvermehrung, die die Kaufkraft des Geldes herabsetzt, ist also so gesehen nichts anderes als eine Inflationssteuer, mit der die Bevölkerung zur Kriegsfinanzierung zur Ader gelassen wird. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen?
Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.